Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 15. September. Denn auch die Steine in den Mauern werden schreien. Habakuk 2, Vers 11. Was für ein merkwürdiges Buch ist die Bibel. Sie sagt uns, es gibt in der Welt lärmende Geräusche, die unser Ohr gar nicht hört. Aber zu dem Ohr Gottes dringen sie. Steine schreien? Wer hat schon einmal Steine schreien gehört? Gott, so sagt der Prophet, hört Steine schreien aus Häusern, in die Unrecht hineingebaut wurde. Es wird viel gebaut heute, ob es dabei wohl auch schreiende Steine und seufzende Betondecken gibt. Die Bibel weiß mancherlei zu reden von solchen merkwürdigen Stimmen. Hiob spricht einmal davon, dass sein Land gegen ihn schreien könnte und seine Furchen weinen. Schreiendes Land und weinende Furchen? Ja, sagt Hiob. Solche Laute hört Gott, wo Bodenwucher und Menschenschinderei das Land befleckt haben. Die toten Dinge können gegen uns seufzen. Ein Geldbeutel kann schreien, in dem Unrecht gut ist. Und eine Akte, in der unsere Lüge steht, kann gegen uns seufzen vor Gott. Wie viel für uns stumme und tote Dinge schreien wohl über uns? Geliehene Bücher, die wir behielten, Zimmer, die böse Dinge sahen. Ja, längst versickertes Blut schreit. Gott sagt zu Kain, das Blut deines Bruders Abels schreit zu mir. Es gibt nur eins, was das Schreien zum Schweigen bringt. Das Blut Jesu Christi, auf Golgatha vergossen, das immerzu schreit um Gnade für uns. Ein herrliches Geschrei. Herr, lass uns ins Licht kommen und bei dir Gnade finden. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.